Welche TOTS-Karten kommen als nächstes? Das fragen sich einige, nachdem jetzt ja das RDVs und das Community TOTS am vergangenen Freitag gedroppt ist. Fragen sich viele, welche Liga kommt jetzt am kommenden Freitag und welche Spieler werden wahrscheinlich eine Karte bekommen? Genau das schauen wir uns heute in dem Video an. Bleib bis zum Ende dran und let's go! Peacemates, was geht ab und damit willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem erneuten Video. Heute geht es mal wieder ums TOTS. Wir sind ja seit dem letzten Freitag reingestartet. Da kam ja zum Anfang das Community und damit auch das erste Liga, das Eredivisie Team of the Season. Die erste Weekend League mit Rewards macht auf jeden Fall Bock. Bei mir ist nichts Besonderes, ich hatte zwei 90er, einmal den Kudus und einmal diesen Griechen gehabt. Ist halt vom Rating ganz cool für SPCs, gerade für Icon-SPCs, aber ist nichts Besonderes, was ich jetzt direkt unbedingt in mein Team einbauen muss. Aber es geht ja auch erst los, ja. Und zwar mit den ganzen Top-Ligen. Und da ist die erste Frage, was kommt eigentlich diesen Freitag? Also heute, wo ihr das Video seht, ist Dienstag, haben wir noch ein bisschen Zeit, damit ihr euch darauf vorbereiten könnt, heute auch das Video. Die nächste Liga wird sein, die erste Top-Liga quasi, die Premier League. Ist für die meisten wahrscheinlich so das, was jeder einbauen kann. Premier League ist somit am beliebtesten. Mir bringt das ganz persönlich gar nichts. Ich kann nur Bundesliga und La Liga einbauen. Mehr tatsächlich nichts. Aber auch die Premier League, da werden einige hochkarätige Spieler kommen. Und wir schauen uns jetzt mal die Spieler an, die meiner Meinung nach von dem, was jetzt in Gesprächen war, wo das Voting bei vielen abgegeben worden ist, eigentlich wirklich zu 95% kommen sollten. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein und starten mit den ganzen Spielern. Ich habe auch hier wieder, wie bei meinem letzten Video, wo ich euch die ganzen Community-Tots-Spieler gezeigt habe, auch hier die Karten selber gemacht. Also das Einzige, woran ihr euch festhalten könnt, sind die Namen, die Bilder und das Rating ist so ungefähr. Die Bilder habe ich jetzt einfach gewählt, was ich so gefunden habe, was mir am besten gefallen hat natürlich. Und die Stats so in eine Richtung, wo ich denke, die können auch plus, minus, ein, zwei Stats mehr oder weniger haben, kann sein. Aber das finde ich am realistischsten. Eure Meinung ist auch mal gefragt. Deswegen, wenn ihr eine Karte seht, wo ihr sagt, nein, der auf keinen Fall. Oder Stats würde ich so machen oder jemand anders, den ich vielleicht euch gar nicht zeige, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir fangen jetzt erstmal an mit denen, die ich hier gemacht habe. Almiron als ersten, als Flügelspieler mit dem Pace und den Dribble-Stats. Wäre es eine coole Karte, nur die Nationalität wäre ein bisschen blöd. Aber ich würde nicht Nein sagen, wenn ich ihn ziehen würde. Immerhin die Premier League kriegt man ihn da schon mal leicht eingebaut. Aber von der Nationalität wäre es schwierig. Aber schon mal eine coole Karte für den Einstieg. Ich habe die Karten hier auch noch nicht sortiert. Die kommen jetzt alle wirklich random. Position, Rating, alles. Die nächste Karte, Jungs, gehen wir rein. Ist Boatman. Boatman wird, glaube ich, ausgesprochen. Wäre eine solide Karte. Ist nichts Geisteskrankes. Hätte um die 80, 81 Pace. Dev wäre wirklich krank. Wäre wahrscheinlich auch eine günstigere Alternative zu zum Beispiel einem Van Dijk. Ungefähr so ähnliche Price Range wahrscheinlich dann wie ein Ake. Daran kann man es gerade messen. Nichts Krasses, aber ja, wie gesagt, eine günstige Alternative wird es auf jeden Fall, denke ich mal, zu einem Virgil van Dijk. Die nächste Karte, Casemiro, wäre so die erste Karte, wo ich sage, geil, endlich mal ein Casemiro, der spielbar ist, ja, weil hier es wird wahrscheinlich Pace-Stats so um die 80 sein. Also das Schlechteste, was ich mir vorstellen kann, ist so eine 77. Also schlechter dürfen sie es nicht machen, weil dann trotzdem Pace. Deswegen denke ich mal, hier werden wieder viele auf Casemiro zurückfallen, weil er ist halt eine geile Karte. Und mit einem Tots wäre auch wieder natürlich mal etwas spielbar, weil die Goldkarte, ganz ehrlich, die spielt keiner von uns. Die nächste Karte, Kevin de Bruyne. Und das wird wahrscheinlich so mit der krankeste. Wir haben es bei Bernardo Silva schon gesehen, der sehr beliebt. Und den KDB ähnlich, natürlich, wir kennen es durch die Toti, da wird der Preis auch, denke ich mal, so ähnlich dann liegen wie bei der Team of the Year. Auch die Stats, Jungs, müssen uns unterhalten. KDB, krankes Dribbling, natürlich Maß aller Maße. Bei ihm sind die Pass-Stats, die auf 98, denke ich mal, kommen werden. Vielleicht auf 99, aber ich denke mal, auf 98 setzen wir an. Mit der 97er Gesamtbewertung wäre es eine geile Karte. Die würde ich sehr gerne mitnehmen, auch wenn sie gar nicht reinpasst. Ich würde mein komplettes Team um den nochmal komplett neu rumbauen. Wäre echt eine geile, geile Karte und der kommt zu 100%. Das muss wirklich. Gabriel Martinelli, auf den freue ich mich schon sehr. Hat auch schon Special Cards gehabt. Ja, ich habe ihn in Rot mal gezogen, hat er mal eine Inform gehabt. Habe ich auch hier und da mal gespielt, hat nicht mehr in mein Team reingepasst dann. Aber schon die Inform war damals richtig geil. Als Tots mit den Pace, Dribbling und Schussstats
wird eine geile Karte, auch den würde ich in Rot sehr gerne mitnehmen, dann 93, bei Arsenal hat sie das auf jeden Fall auch komplett verdient, hier ins Tots reinzukommen. Dann kommt direkt der nächste Spieler, der Gunners, Gabriel in der Verteidigung und der sieht sehr interessant aus. Wenn er so wirklich um die 83, 84 Pace bekommt mit den Defensiv- und Füße-Stats, Brasilianer, Premier League, Arsenal, geil. Würde ich auf jeden Fall ihn absolut gönnen. So um die 92 wird er sicherlich bekommen. Die nächste Karte ist der Erling Haaland, Jungs. Und ich denke mal, da brauchen wir nicht viel zu sagen. Wir kennen die Toti, wir kennen Haaland. Und ob er ins Team reinkommt oder nicht, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Das ist wirklich ganz, ganz klar. Und ich hoffe, er wird einfach ein bisschen beweglicher. Nicht so der... Ja, er wird sowieso so ein bisschen holzig unterwegs sein. Aber so ein bisschen, ja, dass man ihn spielen kann. Und ich denke mal, die wenigsten von uns werden in den Genuss kommen, ihn mal zu testen, ne? Wahrscheinlich dann eher so, der Torhüter von uns darf ihn dann mal testen, wenn wir ihn in der Weekend League als Gegner haben. Aber auf jeden Fall, er wird kommen. Geistkrank Karte, den sehe ich schon bei, ich weiß nicht, irgendwas zwischen 3 bis 4 Millionen locker, vielleicht sogar noch höher. Ich weiß nicht, wie die Preise bis dahin sind, das ist immer so ein bisschen schwankt bei FIFA, sagen wir um die 3 Millionen mindestens. Das wird eine geisteskranke Karte. Die nächste ist auch nicht schlecht, bisschen günstiger wahrscheinlich als Haaland, aber auch eine kranke Karte ist Harry Kane. 99 Schuss muss sein. Fast alle Stats müssen hier auf 90 gehen, außer Dev meiner Meinung nach. Pace auf 90, das wäre richtig gut. Schon eine 85 wäre absolut geil. Wir sind Harry Kane absolut langsam gewohnt. Da wäre eigentlich gefühlt alles über 80 schon mal richtig Luxus. Geile Dribbling, geile Pass, geile Füße-Stats. Was ist das für eine Karte? Die muss kommen. Harry Kane ist einfach Aushängeschild meiner Meinung nach für die Premier League. Die nächste Karte, Ødegaard. Und was der Mann diese Saison gemacht hat bei Arsenal, ist maßgeblich für den Erfolg. Jetzt leider nicht mehr auf Platz 1, aber auf jeden Fall die Ziele auf dem Champions League Platz, sehr wahrscheinlich, die haben sie erfüllt. Und Ødegaard wäre so ein richtiger kleiner, ja, ich sag mal so ein kleiner Mesut Özil. Absolut geile Karte. Und wer natürlich mit Haaland ein Perfect klingt, er wird kommen. Mal schauen, wer von uns ihn zieht. In Rot wäre das wirklich eine absolute Brecherkarte. Die nächste ist Nick Pope und das wird ein Abfucker am Tor. Darüber reden wir nicht weiter, ihn kennen wir schon im Tor. Ekelhaft, ich will ihn nicht sehen, das Gegner. Bitte, ihr, bitte. Die nächste Karte und die würde sogar mein Team reinpassen, ne? Wäre Rashford. Warum würde die reinpassen? Erstmal, ich habe Barnes, also hätte ich schon mal einen Engländer und dann hätte ich noch einen Engländer, den ich auch auf rechts spielen könnte. Und das wäre Giddens. Dann müsste ich nochmal gucken wegen Premier League so ein bisschen, aber da kriegt man auch noch was getrippelt bestimmt. Da könnte ich ihn sogar einbauen und einen Ferdinand könnte ich auch noch spielen. Deswegen, und ich denke mal, die Karte, die wird wirklich, es wird eine Brecherkarte. Rashford, aber auch hier, er hat sich absolut verdient zu kommen und Jungs, ganz ehrlich, er wird kommen, wir wissen es alle. Die nächste Karte ist Rodri, auch hier hätten wir eine richtig gute 6er Karte, eine ZDM Karte, ein Defensivmann, den ich auch gebrauchen könnte. Ich habe gerade auf ZDM Xabi, die Toti Icon, ist auch ein Spanier, gut, ist halt eine Icon, ist einfach zur Linken, aber Premier League kriegt man auch eingebaut. Mein Xabi hat eine 92, er hat eine 93, wäre sogar ein Upgrade von plus 1. Dich, mein Lieber, würde ich sehr gerne in Rot sehen und sehr, sehr gerne mitnehmen. Mal schauen, ob wir ihn vielleicht bekommen. Der nächste ist Saka und er auf rechts wäre auch geil. Hier genau wie das Engländer-Ding könnte ich Giddens auf LM spielen, Saka auf RM. Und auch er absolut verdient in dem Alter und trotzdem wirklich Respekt, aber auch er maßgeblich zum Erfolg der Gunners beigetragen die Saison. Deswegen meiner Meinung nach muss er, wirklich muss er auf jeden Fall ins Tots reinkommen. Die nächste Karte ist Mohamed Salah und auch er wird mit der Leistung locker reinkommen ins Team of the Season und über die Karte brauchen wir nicht diskutieren, die wird geisteskrank gut. Salah hat Centurions Informs gehabt, die, wir wissen wie die sind und auch die Karte wird richtig, richtig gut. Schnell, dribblingstark, richtig gut im Schuss, so ein kleiner Allrounder vorne im Flügel, Mohamed Salah halt eben, ne? Lieber, dass der kommt, darüber brauchen wir auch nicht streiten. Ja, es sind viele Arsenal-Spieler drin, aber ist ganz klar, Arsenal ist einfach diese Saison wirklich wie beflügelt. Es reicht nicht für Platz 1, aber für Platz 2 auf jeden Fall und auch für internationale Plätze zu 1000%. Und Saliba wäre so ein Spielerkandidat, der wirklich ein Träumchen wäre, hätte kranke Defensiv- und Füße-Stats und wäre ein Kandidat auf eine 90 Pace. Dazu ist er ein Franzose aus der Premier League und für dieses FIFA ein Träumchen, was den Einbau in Teams für Chemiepunkte angeht. Der Mann wird auf jeden Fall in die Richtung Millionen gehen, was den Preisen aber angeht. Aber auf jeden Fall auch hier absolut wichtig, dass der ins Tots reinkommt. Die nächste Karte ist Sean
Ich finde ihn sehr, sehr interessant, Jungs. Warum finde ich ihn so interessant? Ist eine coole Karte auf Außen, aber eigentlich nichts Krankes. Aber irgendwas macht ihn so besonders. Wir haben ihn schon gehabt als IV. Er hatte eine Team of the Week. Da konnten wir das IV spielen mit 81 Pace. War ganz cool, oder 82 sogar. Ich weiß gar nicht mehr ganz. Und wenn wir ihn hier bekommen mit Alternativposition als IV mit 90 plus und den Stats, wäre er wirklich richtig interessant. Aber auch als Außenverteidiger wäre okay, aber als IV, wenn wir ihn da spielen können, das wäre wirklich geisteskrank. Gut, die nächste Karte wäre Trippier mit einer 93. Ja, das muss ich sagen, ist nichts so Besonderes. Wird eine coole Karte wahrscheinlich werden, ja. Aber Trippier, weiß nicht, letzte FIFA auch immer dabei. Nimmt man mit, aber ist nichts überkrasses. Aber auch hier absolut Daseinsberechtigung in diesem Team of the Season. Und die nächste Karte wäre Watkins. Der hat sich absolut verdient. Kommt für manche vielleicht so ein bisschen überraschend, ich weiß nicht. Meiner Meinung nach muss er rein. Hätte ein geiles Pace, einen geilen Schuss, auch geile Dribbling-Werte. Und auch Saisontechnik natürlich absolut, absolut abgeliefert. Das sind die Premier League Team of the Season Spieler, die meiner Meinung nach und auch allgemein, ich glaube, da stimmen mir alle zu 99,9% so am Freitag kommen werden. Ihr könnt euch darauf einstellen, ihr könnt gucken, was habt ihr für Teams, was passt rein, wie könnt ihr eventuell umbauen, was noch für eventuelle SBCs und so weiter kommen, das weiß ich natürlich nicht, aber das werden die Spieler sein, die ihr in den Packs ziehen könnt. Schreibt mal in die Kommentare, auf wen ihr euch am meisten freut, wen ihr am liebsten ziehen würdet, und wenn ihr es nicht getan habt, dann abonniert sehr gerne den Kanal, aktiviert die Glocke, denn wir sehen uns dann sehr bald zurück hier auf meinem Kanal zu irgendeinem neuen FIFA-Video. Bis dann rein, aber nicht ins Gesicht, denn das tut weh. Das ging aber schnell vorbei, muss ich jetzt schon gehen. Dann sag ich schnell tippitippitapp, ade, auf Wiedersehen. Hey, wir sehen uns wieder, wir tanzen, spielen, singen Lieder. Piep, Klo, Platsch und machen ganz viel Quatsch. Hey. Gülle, Gülle, das wie Danja, adios und tschö. Sayonara, Yasu, ciao, bye bye und adieu.